Hallo, das kleine Vorschauvideo hat es ja schon gezeigt, wie ich hier dieses Musikvideo mit dem Echofilter belegt habe, das heißt mit diesem zeitraffermäßigen oder mit diesem Verzerren, Verziehen. Und ja, das kann man zum Beispiel, wie gesagt, bei solchen Videos anwenden oder auch bei Nachtaufnahmen, wenn man durch eine beleuchtete Stadt fährt, bei Verfolgungsjagden, wie auch immer. Also damit kann man relativ tolle Effekte erzeugen und ich zeige es mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, das ist neu seit dem Update 7.2.1. Ihr wählt euer Video einfach mal aus und müsst dies erst einmal in ein Sprite konvertieren. Dann macht ihr mit Rechtsklick und dann geht ihr auf in Sprite konvertieren oder macht ihr in Shortcut STRG und P. Jetzt müsst ihr das hier auswählen und im ganzen normalen Eigenschaftenfenster könnt ihr diese dann einstellen, diesen Filter. Hier wäre dieser dann, da ist aber noch ausgeschalten. Wir müssen vorher noch den Container hier auf Nein drücken, das heißt, das Sprite wird nicht als Container benutzt. Und jetzt können wir hier im Prinzip schon den Echo-Filter auf True stellen, also auf Ja. Und hier können wir dann zum Beispiel die Echo-Lautstärke einstellen. Die Echo-Stärke, nicht Lautstärke natürlich, die Stärke generell, also von 0 bis 100 sozusagen. Man kann natürlich auch hier anfangs einen Endwert eingeben. Da könnt ihr aber auch hier drauf klicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr geht hinten auf die drei Punkte drauf und dort habt ihr dann hier die Möglichkeit, eure Amplituden einzustellen, wenn ihr ein bisschen was Spezielleres braucht. Und da könntet ihr dann zum Beispiel den Zickzack-Modus nehmen, hier einblenden, ausblenden oder eben auch hier auf den Beat drauflegen, damit eben das Verzerren nur dann passiert, wenn eben der Beat eben passiert. Je nachdem, was ihr eben genau damit vorhabt. Hier unten gibt es dann die drei verschiedenen Modi dazu. Überlagerung, Ausdehnung, Weichzeichnen. Und da müsst ihr natürlich einfach mal selber ausprobieren, was für euch eben am besten aussieht. Bei Überlagerung sieht man relativ wenig. Deswegen probieren wir es einfach mal mit Ausdehnung. Und dann schaut einfach mal, wie es aussieht. Ja, und ich denke mal, das macht noch einen richtig tollen Effekt. Wie gesagt, die drei anderen Sachen könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Und wie gesagt, hier Anfangswert, Endwert und hier die Kurveneinstellung sogar oder auch auf den Beat direkt drauflegen. Alles möglich. So, das war es auch schon wieder dazu. Also ich finde eine tolle Neuerung und ja, im nächsten Video geht es dann mit einer nächsten Neuerung im letzten Update weiter.